Hallo zusammen, heute gibt es dieses unglaublich starke Wildschwein-Pulled-Pork. Unglaublich. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Der Protagonist des heutigen Videos ist ein Hals ohne Knochen vom Oberpfälzer Landschwein von oberpfalzbeef.de. Also Metzgerei Lotter, vielen Dank Johannes an dieser Stelle für dieses hervorragende Stück Fleisch. Das hier sind gute 3 Kilo davon. Eine unwahrscheinlich tolle Marmorierung, wie ihr das hier sehen könnt. Ich finde den Fettanteil hervorragend. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Da mache ich ausnahmsweise mal gar nichts dran, außer es zu marinieren. 2 Esslöffel süßen Senf benötigen wir für unsere heutige Marinade. Und dann Jim Beam Apfelbourbon. Den kennt ihr schon von der Gänsebrust. Einen ordentlichen Schuss Himbeeressig. Und geräuchertes Olivenöl vom Eftimius. Vielen Dank an dieser Stelle. Cooles Zeug. Jetzt gibt es ja mittlerweile, habt ihr gesehen, in den großen Dosen Fisch und Butter und Terrano Meersalz. Das wird hier wieder mal Bestandteil unserer heutigen Marinade. Falls ihr das nicht habt, nehmt ihr einfach irgendeine andere Kräutermischung und irgendeine andere Salzmischung. Dann wird es halt kacke. Kleiner Spaß. So, jetzt einmal den ganzen Kram verrühren. Und ja, kein Hexenwerk. Im Anschluss unseren Schweinehals einfach damit marinieren. So, da ist er auch schon wieder. Wie gesagt, heute hier wird es nicht besonders kompliziert gemacht. Einfach die Hälfte der Marinade oben drauf geben, einmal verreiben, umdrehen. Na komm schon. Und die andere Seite damit einreiben. Ja, man kann das Ganze jetzt über Nacht in den Kühlschrank legen, man kann es aber auch sein lassen an der Stelle. Und ich habe mich einfach dazu entschieden, das Ding auf meinen Bräuking Keck zu packen. Der ist vorgeheizt, 110 Grad. Hier wird ordentlich geraucht mit Olivenholzkernen. Dann kommt der Hals da drauf und wird eine Stunde lang bei ordentlich Rauch geräuchert. In der Zwischenzeit habe ich hier meinen 12-Inch Lodge vorbereitet, Dutch Oven und so. Mit 3 mittelgroßen Zwiebeln in mehr oder weniger grobe Scheiben geschnitten. Und jetzt kommt unser Schweinehals in den Dutch Oven. Leute, das ist die Express-Version. Und das ist so unglaublich einfach. Und der hat jetzt ein Raucharoma und bekommt jetzt einen Deckel oben drauf. Und dann garen wir den Hals im Dutch Oven fertig. Der Dutch Oven wandert in dem Fall hier auf den Bräuking Regal. Der ist vorgeheizt 200. Und nach gut und gerne 2 Stunden, können wir da mal reingucken, sieht unser Hals schon ganz gut aus. So sieht er aus. Man merkt jetzt an der Seite, das wird etwas dunkel und die Zwiebeln, die geben natürlich etwas Flüssigkeit, aber die benötigen dann hin und wieder auch etwas. Hauen wir also hier so eine halbe 0,3er Flasche Bier einfach dazu und lassen ihn noch eine Stunde weiterköcheln. Am Ende haben wir also quasi in 4,5 Stunden rund hier ein leckeres Pulled Pork Brötchen gleich geschaffen. Das ist der Braten, so sieht er aus. Eine Stunde geräuchert, 2 Stunden im Dutch Oven und Zwiebeln, dann noch eine halbe Flasche Bier dazu, dann nochmal eine Stunde und dann können wir mal gucken, ob wir den vielleicht schon pullen können. Ich würde sagen, ich lasse euch mal mit diesem Moment alleine. Ist das nicht geil? Es ist saftig, es ist zart. Unglaublich. So, wir pullen das dann gerade hier noch fertig und dann kümmern wir uns mal um den Bau unseres Burgers. Eine weitere Zutat ist die Rosmarin-Knoblauchsoße von Feensmacker. Vielen Dank an dieser Stelle fürs zur Verfügung stellen. Dann nehmen wir hier einen Bun. Auf den unteren Teil kommt etwas von dieser hervorragenden Soße. Dann legen wir darauf etwas Feldsalat.
und dann eine ordentliche Portion Wildschwein-Pulled Pork. Ja, so viel zu den Damen und Herren, die behaupten, das wäre trocken. Das ist nicht die Bohne trocken. Jetzt gibt es 1 bis 2 Esslöffel von diesen total geil schmeckenden Zwiebeln aus dem Dutch Oven, die unten mitgegart sind. Und nochmal 1 Löffel von dieser Rosmarin-Knoblauchsoße. Wer will, kann jetzt optional noch 1 Esslöffel Rotkohl obendrauf machen. Es ginge jetzt Apfelrotkohl, Birnenrotkohl oder man kann natürlich auch Früchte mit verarbeiten, also eben Apfel oder Birnen. Ich habe mich einfach dazu entschieden, noch 1 Esslöffel davon obendrauf zu machen. Das ist so unglaublich appetitlich, Leute. Ich kann es kaum erwarten, das einmal zu probieren. Jetzt kommt noch der Deckel von dem Bun obendrauf. In der Zwischenzeit bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Tut mir einen Gefallen und abonniert 0815 Barbecue, falls das noch nicht der Fall ist, denn hier gibt es noch jede Menge Rezepte diesen Herbst. Das wird großartig. Ich verspreche es euch. Ansonsten besucht unbedingt meine Fanpages, Instagram und Facebook. Daumen nach oben und einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.